Bullseye. Mal 45 für Neymar ist ein Schnapper, ne? Mal ehrlich. Ich meine, wir könnten Goretzka zum Beispiel für 2,5 holen. Aber dann müsste ich einen Jermaine Jones verkaufen. Was aber auch nicht. Der ist auch schwierig. Wieso? Moment. Ja. Aber sofort. Aber sofort würde ich den Tausch machen. Außerhalb des Budgets von Wolfsburg? Bitte was? Für 5. Ich würde schon, aber, also ich will jetzt nicht die Leute einfach nur für Untermarkt oder für Scherbel, ne? Die wollen für 5 auch nicht. Nee. Wie sieht es mit dem Marktwert aus? Warte mal, wir machen das mal anders. Machen wir nur die runter. Okay. 4,8 Angebote. Ja, machen wir. Ne, haben wir schon. 4,8 bieten sie. Dann machen wir das und dann holen wir dafür Goretzka auf jeden Fall. Wir müssen ja nicht alles mit Cheesy machen. So, für 2,5. Maybe. Dann hätten wir immer noch die Möglichkeit zu sagen, notfalls ein Emre Can, ein Ross Barkley, Ruben Loftus-Cheek. Aber noch ein paar Optionen. Na, Speichern, ne? Wichtig. Ich werde jetzt paranoid mit dem Speichern safe. Aber, das ist also. Ja. Bitte einigt euch auf den Vertrag. Verletzungsanfällig und schwierig und alt. Ich kann den ersten, macht ja keinen Unterschied, ob ich den ersten und zweiten mache. Solange ich das Ding rechtzeitig speichere, ist alles gut. Höger. Draxler ist fein. Vor allem, dann haben wir noch, wenn wir jetzt wirklich Goretzka holen, dann haben wir, sage ich mal, 2,5 Millionen Gewinn gemacht nochmal, die wir nochmal für ein RA potenziell haben. Wir gucken jetzt allgemein mal durch. Wer ist denn noch potenziell schwierig? Oder hat halt so eine suboptimale Eigenschaft. Ich meine, Verfahren, aber bleibt er nicht ewig, ne? Bleibt er bei uns bis 2013 oder ist er bei Barcelona bis 2013? Nee, bei uns bis 2013. Der ist 2 Jahre da. Oder? Nee. Sind wir jetzt 2012? Ja, okay, dann passt schon. Verfahren. Ist halt nachtragend, unschwierig und ist eine Diva. Hunter ist halt so ein Ding, ne? Hunter würde ich nur verkaufen, wenn wir wirklich dafür einen Brecher holen, ne? Also, auch der wieder Einzelspieler. Ich meine, das ist halt so ein Ding. Sollten wir ihn verkaufen, bevor er vom Preis her noch sinkt, wenn wir ihn schon verkaufen wollen, vielleicht. Metzelde wäre verletzungsanfällig, hört dann sowieso auf. Jones werden wir los. Marika will ich so oder so loswerden. Obasi ist ein bisschen problematisch, aber das machen wir dann für nächste Saison. Und Pukki vielleicht, weil er ungern trainiert. Das heißt, wir haben, na gut, halt die wir gesagt haben, plus Jones, plus vielleicht Obasi. Pukki, Hüntelaar, dann bräuchten wir aber 2 Stürmer, mindestens, und Fafan. Vardy, Jamie Vardy, nee, der hat aber so spät gezündet, der kann nicht gut sein hier, ganz ehrlich. Der hat mit, was ist das für ein Bild, Digga? Nee, ich glaube nicht. Was hätten wir denn an Stürmern? Barbosa. Wir haben eigentlich fast gar keinen Stürmer drauf, ne? Wir suchen jetzt einfach mal. 65. Sechser. Stürmer. Bis 21. Realistische Transfers. Morata.
Guthausen, ja. Connor Wickham, bitte wer? Warte. Nee, die soll speichern, die. Connor Wickham. Weiß ich nicht. 65. Abel Hernandez. Ich meine, Morata wäre wahrscheinlich der sinnvollste, tatsächlich, außer von denen, ne? Wäre der, der am ehesten wirklich einen Hüntelaar sinnvoll ersetzt auf Dauer, ne? Muriel, Jordan Ayew mit 20. Füllkrug mit 19. Das sind wir ein bisschen früher dran. Jan Oblak. Das war auch schon älter jetzt, ne? Muss auch schon Mitte 20 oder so sein. Ich mach mal Muriel noch mit ins Blickfeld vielleicht. Und ja, weiß ich nicht. Aber wir brauchen ja trotzdem noch einen Backup-Stürmer dann, aber das kann ja dabei, der mir wirklich als Backup gefällt. So, Jan Oblak, ne? Jan Oblak. Torwart. Nö, gibt's gar nicht. Kommt drauf an, wo in Portugal war, ne? Wir haben jetzt nur Top-Vereine für Portugal. Pisi, aber ist halt kein Stürmer, ne? Ist gerade mit Stürmer interessant. Pisi bei Deportivo La Coruña. Krass. Oder halt RAs. RAs wäre noch eine Option. Wir können mal hier einfach im deren Einstellung auch nach RAs suchen. Also da wäre ich theoretisch voll dabei, ne? Mr. Rabona himself. Ahmed Musa. Altes Pace-Monster. Marco Terras, den 65. Tschüss. Aber ist auch wieder Keeper, ne? Matthias. Da ist er. Okay, ist auch zur Leihe gerade. Aber ich sag mal, Keeper ist jetzt nicht. Ich glaube, wir sollten uns mal auf die. Bonus. Okay, Goretzka ist weg. Dann würde ich aber trotzdem noch. Okay, wir brauchen jetzt einen Ersatz für Jermaine Jones. Und dann ist, glaube ich, Priorität erstmal Stürmer rechts außen. Potenziell für Hüntelaar, Fafan Puki. Quaresma. Armand. Das ist ein Innenverteidiger. Wir brauchen jetzt erstmal Jermaine Jones Ersatz. Den können wir dann erstmal runternehmen. Der wird jetzt. So, jetzt ist die Frage. Emre Can? Oder gucken wir uns erstmal Rostofer und Ruben Loftus-Cheek an. Was sagt er? Emre Can anbieten, direkt mal ein Angebot einholen oder erstmal Barclay oder Loftus-Cheek angucken. Loftus-Cheek ist halt 16, ne? Der wird halt Zeit brauchen. Ich weiß nicht, wie Ross Barkley im Vergleich ist. Gut, der wäre. Okay, nevermind. Ab 13.09.? Hä? Wie Leih? Ab 13.09.? Was ist denn das? Ich glaube, es gibt auch noch ganz viele andere ZMs. Das ist nicht das Problem, ne? Raphael Holzhauser. Der ist aber halt schon teurer. Ein Jahr ist auch besser. Ist auch teurer. 67. 8er und 18 ist halt nur ein 7er. Ich glaube, selbst mittelfristig wird Emre Can besser sein, ne? Nee, nicht Leihangebot, ich möchte ihn gar kaufen. Ach, der ist wieder erst hoch in die erste, oder? Nee, hä? Du kannst ihn nicht kaufen. Sein Vertrag läuft aus, kann er sein? Nee, läuft er auch nicht. Hä? Okay, kann man das jemand erklären? Vertragsende? Nein. Ist vor 3 Jahren schon hoch. Außer natürlich, da waren ja 2 in der ersten und der hat wirklich erst einen Profivertrag bekommen. Das wird nicht angezeigt. Rabiot.
ist das bodenlos. Suchen wir nach dem. Wanyama, Victor Wanyama. Oh, Kokela. Das war auch schon 21. Geis. Naja, wir müssen ja nicht alles nachmachen, ne? Bei Inter. Inter Milan. Walter Gargano. Cambiasso. Das ist ein Junge. Laie. Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Kannst du dir nicht ausdenken. Chinox Amador. Ach, noch ein Del Piero. Nee, sieht nicht so aus. La Spezia. Ist zu Laie. Oh, der ist zu Laie. Oh, David Odonkor? Nee, leider nicht. So, wen haben wir denn da? Ignowski. Dojevic, Pribul, weiß ich nicht. Oh, Gonalon, Nemanja Matic mit 23, Nas Bender. Harvard Nordwide, Schmiedebach, ja gut, der wäre zu offensichtlich, ne? Livermore, Morgan Schneiderlin. Leroy Fur. Ich meine, das sind jetzt Spieler, die teurer sind als Jones. Das Ding ist, okay, wir müssen bedenken, wenn, dann wollen wir die Jungen, glaube ich. Weil wir haben Neustädter und Höger, die auch talentmäßig gar nicht so schlecht unterwegs sind. Wenn, dann brauchen wir, wer sich so langsam dann entwickelt und dann Höger setzt oder sowas. Also wenn, dann brauchen wir wirklich wobei, dann können wir aber auch hier vielleicht auf 60 gehen. Gehen hier auf. Na gut, auf 8 ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Auf 7? 7, nicht 9? Wer groß ist besser? Na, Felix natürlich. Nee, Toni. Wäre halt Geiss, ne? Wahrscheinlich. Aber der ist mir zu offensichtlich. Der ist mir zu offensichtlich, ganz ehrlich. Ich meine, positionsmäßig für uns wäre Felix besser. Aber ist auch nur ein Sechser. Dann leider auch nur ein Sechser. Okay, wir gucken nochmal nach England. Vielleicht haben wir da wen in der Jugend, der mir irgendwie zusagt. Team. Oder halt an sehr jungen Nastasic. Rekik. Suarez. James Smith. Nee. Manchester United. Nee, warte mal. Wir haben theoretisch die B noch, aber da wird man keinen kennen. Doru Wan Wu. Oder Olo Patu. Das sind Namen. Luis Suarez. Ist der DM? Oder meinst du den anderen Luis Suarez? Oh, Ryan Giggs. Giggsy. Tom Cleverley. Aber ist halt auch zu alt, ne? Eigentlich, wie gesagt, wenn, dann wäre ein Talent, glaube ich, sinnvoll. Mal gerade bei Liverpool, gucken wir gleich mal. Wir kommen gleich nochmal zu Liverpool. Kommen gleich nochmal zu Liverpool. Joshua Harrop. Noch kurz Arsenal, da machen wir kurz Liverpool. Kokela hat gerade schon. Ramsey Frimpong. Laie. Das kannst du dir nicht ausdenken. Die alle werden ohne zukünftige ganze Erst spielen sollen. Ich sag's euch. Nee. Lukas Andersen. Wir wollen Liverpool gucken. Den Luis Suarez? Oder meinst du noch anderen? Also, meinst du den Luis Suarez oder meinst du, haben wir noch anderen?
der in einer Position ist, die wir glauben. Wobei, ja, ja, gut, das wäre jetzt Stürmer, aber der ist halt 26 und ich meine, schwieriger als Luis Suarez, ne? Wird's halt nicht. Ich glaube, schwieriger wird's nicht. Townsend und Chelsea. John Obi Mikel, Romeo. Ist der nicht sogar, Romeo ist sogar mal zu Schalke, oder? Oder zumindest in der Bundesliga war er, oder? Ja, klar war er, aber also, literally, ne? Bertrand Traoré, wäre auch eine Option. Da können wir auch Loftus-Cheek nehmen, ne? Haben wir jetzt gerade einen Scout, der nichts macht? Ja, soll ich mal Loftus-Cheek scouten. Vielleicht wird es ja dann doch Loftus-Cheek. Aaron Lennon, old school. Aber der wäre für rechts außen, ne? 25 aber schon, nee. Bin zu alt tatsächlich. Ich hatte den in einem, ich weiß gar nicht, was für eine Mannschaft das war, aber in einem FIFA 2006er Manager-Modus oder so. Da also gefühlt alle weit über 90, da hatte ich Mertes Acker, glaube ich, noch auf weit über 90 und Aaron Lennon, ich glaube, das war sogar mit Tottenham, weil da hatte ich noch ein paar von Tottenham, die aus denen aber nie was geworden ist tatsächlich. Haben wir hier noch einen Jungen? Luis Gustavo? Mhm. Sergio Roberto? Auch schon 20, ne? Na, Rafinha? Maybe Rafinha? Ne, Castilla? Ja, aber Rafinha ist wahrscheinlich auch erstmal in Anführungszeichen zu teuer, befürchte. Also ich kann mir vorstellen, dass Rafinha halt gefühlt ein bisschen weit. Ja, Roberto ist aber auch schon 20, ne? Ist auch mit dem Talent ein bisschen dahingestellt, also den als Talent zu bezeichnen. Ja. Der wäre halt einer, den man wirklich eigentlich schon fast jetzt vor Höger stellen und dann Höger als Ersatz nehmen würden. Hunter mit zwei Buden, sehr schön, Draxler mit Holtby mit Toren. Ola Toivonen zu Tottenham. Let's go, Maschine. Goretzka zu Parma für 2,2. Das ist so bodenlos, ne? Ist der Sanogo? Ne, ist nicht der Sanogo, glaube ich. Bittencourt? Können wir mal gucken gleich. Kannst ja hinterhergehen. Sich nervt. Ja, Touré. Das ist 29, glaube ich, oder so. Also ich meine, ich wäre sofort dabei, ne? Also vielleicht kann er das. Ziemlich wahrscheinlich kann er das. Der kann alle. Tschüss. Übertreib. Aber es ist halt auch in Anführungszeichen nur ein 7er, ne? Touré wäre aber halt wieder so ein eher Jermaine Jones-mäßig. Also halt ein alter, die mal auf die Bank sitzen, gefühlt. Also nicht, dass ich Yaya Touré bei Schalke auf die Bank setzen würde, ne? Aber ich denke, ihr könnt folgen. Canales, Sergio. Ist das Sergio? Ja. 13-2 schon unverletzungsanfällig. Me away from Ich weiß echt nicht, warum ich im Ritschan nicht kaufen kann. Das nervt mich schon ein bisschen. Oh, Batshuayi. Müssen wir mal gucken, ob der dabei ist. Timo Werner nicht interessiert. Ha. Was denkt der, wer er ist? Soll er doch zu Chelsea gehen und nichts reißen, Digga. The Batman. 18. Wie sieht denn der aus? Wäre vielleicht eine Option als Backup-Stürmer, tatsächlich als Zweiter, also für Timo Pukki quasi. Mentoren könnten wir mal machen, ne? Ich gerade.
Auch krass, was ich so gesehen habe, dass einfach beim 10er FM die Jugend noch bis zur D ging, ne? Ich glaube einfach A, B, C und D Jugend. Die waren einfach 11. Lukaku. Ich glaube, das wird ein bisschen ambitioniert. Ja, der ist schon quasi bei Chelsea. Ist schon quasi bei Chelsea. So. Neustädter Höger, Papa, wieso Metze? So spielt der Metze? Was ist denn da los? Gesoffen oder was? War mit Zelda aufgestellt. Ah, wieder. Eieiei. Der war doch auch die Definition von schwierig, oder? Aber der war zu jung, glaube ich, noch. Ich glaube, den gab es damals noch nicht. Der war doch sowieso bei Schalke dann, oder? Ohne different story this time I've stayed. Let's go. 5 Buden. 3 von der Hunter. Marika von der Bank. Ah, das ist so. Also, wer will Marika haben? Der schießt Tore. Wer will ihn? Läuft das Chikam auf 8? Na gut. Ah, ist halt auch 16. Ist aber auch nur ein 7er. Schnell zufrieden. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Komm, Leute. Say sorry. Different story. Dann verlangen wir aber jetzt mal Geld. Gibt es nicht irgendwer, der einen Stürmer sucht? Also, literally irgendwer? Yes. 4-2. Let's go. So. Das Gute ist, das sind 4-2 Bonus, ne? Wir haben ja trotzdem Pucki. Marika ist ja, war noch Überschuss quasi. Das ist ja das super nice daran. So. Suche immer noch ein ZM, also einen Ersatz für den ausgeschiedenen Jermaine Jones. Tavares. Oliveira Tavares. Mannschaft? Weigel. Olli, nee, ist das vielleicht doch richtig schon, ne? Oliveira. Mal zu Adrian. Adrian haben wir schon auf der Liste. Wenn du Adrian. Weigel. Nee, ja, Weigel ist noch zu jung. Adrian, ich weiß nicht, ob der schon am Scouten sind, aber der ist schon auf der Liste. Wo ist er denn? Ja, ich weiß nicht, wer wir gerade am Scouten sind, aber irgendwo ist er. Irgendwo ist er, da ist er. Wir brauchen halt eigentlich echt noch einen Scout, ne? Ich weiß es. Vielleicht das Bürogebäude mal kurz ausbauen? Ah, in 21 Tagen fertig. Super. Super. Ich würde tatsächlich auch, ich glaube, der nächste, den wir scouten, ist mal Morata, weil
Der Murata-Hüntela-Deal ist was, ja, so, da bin ich sofort dabei, so gefühlt, ne? Sparen uns vielleicht auch ein bisschen Geld, das wir dann in den 6000 oder so stecken können. Und dann vielleicht in der Zukunft auch in den Linksaußen, wenn dann Affelei mal weg ist. So bin ich dann dafür als nächstes, also sprich morgen. Yep, Neymar ist zu Barcelona, 31, nice. Kyle Walker zu Manchester United. Ezequiel Garay zu Atletico. Mahamadou Diouf zu Dortmund. Wanyama, zumindest der auch weg, den haben wir auch mal kurz zumindest genannt. Helder Barbosa zu Lille. Nee, das ist aber nicht der Barbosa. Nur einen anderen Barbosa. Und der ist erst 15. aber können wir quasi jetzt als nächstes direkt mal Morata scouten. Ach, never mind, können wir nicht, weil ich dachte, dass Adrian komplett fertig ist. Vielleicht ist Loftus-Cheek aber fertig, der war auf 10. Bitte einigt euch einfach. Ja. Ruben Loftus-Cheek, 7. Boah, nee. Sorry, ich meine, ja, es ist 16, ne, aber das ist halt too much. Das ist too much. Ich glaube, das trotzdem, ich war kurz davor, Neymar können wir mal rausnehmen. Rafinha scouten wir dann nochmal und dann gucken wir, ob wir, wahrscheinlich wird es dann Rafinha oder Emre Can, je nach Preis für Rafinha. Vermute ich mal. Wird es wohl einer von den beiden werden. Scouten? Ja, ich versuche alle zu scouten, aber ne? Ja, nur zwei Scouts. Adrian, 4 Sterne, 66, das ist not bad, ne? Aber wie schnell geht er halt hoch? Das ist so das Ding. Das ist nicht, für 17 ist das geil. Gar kein Ding. Aber taugt das als Erster halt wahrscheinlich nicht, ne? Mehr als Backup ist das, glaube ich, jetzt erstmal nicht. Zumindest nicht nach dem, halt, was wir suchen, ne? Damit ein Scout wieder nichts zu tun hat, ne? Was wollten wir? Schaub? Aber das ist halt OM, ne? OM brauchen wir halt gerade nicht. Eigentlich. Also OM hat jetzt zumindest keine Prio. Wir brauchen auf jeden Fall einen Ersatz für Jones. Wir brauchen den Stürmer. Also der beobachtet jetzt schon Morata, never mind. Wir können vielleicht auch Batshuayi parallel scouten. Mal sehen, wen wir jetzt für quasi für den Hunter eventuell holen könnten. Beziehungsweise vielleicht können wir auch einfach beide holen und einfach gucken, wer sich durchsetzt. Wenn das vielleicht ein bisschen ambitioniertes war. Speichere ich gerade nach jedem Ding? Ja. Ja, irgendwie schon. Stimmt, die Tor ist ja Banshee Makashkali, jetzt sehe ich das. Wurde ich da unten gar nicht gelesen vorhin. Ja, Hunter schlägt zu. Let's go. Drei Buden, dreimal Hunter, zwei Vorlagen für Fafan, eine Affelei. Und Fafan, so bist du dir sicher, dass du mich verkaufen willst? Nee, bin ich ehrlich gesagt nicht. Bin ich ehrlich gesagt wirklich nicht. Ja, ich weiß, ich sollte mit den Spielern reden. Oh, das war gleich mal. Du hast gut trainiert. Gibt im Training alles. Du hast sensationell trainiert sogar. Oha. Iker Muniain zu Chelsea. Stimmt, Iker Muniain. Das ist auch noch so ein Ding, ne? Schürrle zu Bayern. Van Ginkel zu Stade Rennes, das ist auch noch seiner. Schmiedebach, Rafinha, aber der Bayern von Rafinha zu Hannover.